they see me rolling, they hating. Oh, mein Hals. Boah, Freunde, ich bin total fertig. Irgendwie haben mich die Videodays wirklich komplett zerstört. Ich habe jetzt voll die Halsschmerzen. Ich bin irgendwie auch fertig. Ich habe Halsschmerzen, meine Nase läuft, meine Stimme. Es tut total weh, alles, wenn ich spreche. Ich mache. Warum gerade jetzt? Heute habe ich mein Kolloquium in der Uni. Das heißt quasi eine mündliche Prüfung zur Bachelorarbeit. Da werden einem von verschiedenen Dozenten quasi Fragen zur Bachelorarbeit gestellt. Man muss die Bachelorarbeit vorher kurz präsentieren. Deswegen schneide ich mir auch meinen nicht vorhandenen Bart. Es wurde halt gesagt, man soll sich dementsprechend für den Anlass anziehen. Deswegen ja, ich sehe aus wie ein Pinguin. Wünsche mir Glück, Freunde. Ich laufe jetzt dahin und dann geht's los. 2 Stunden später, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich hatte gerade die Prüfung. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ich bekommen habe. Also meine schriftliche Bachelorarbeit, die halt da über 70 Seiten ging, war so. Perfi. Die Bachelorarbeit war eine 2,3, kombiniert mit meiner mündlichen Leistung. Allerdings, die eine 1,3 war, war es dementsprechend 2,0. Die Arbeit über mein Praktikum damals war eine 1,7. Das heißt, dahingehend kombiniert habe ich eine 1,85 als Schnitt. Und da ich schriftlich 1,7 stehe, habe ich jetzt circa einen Bachelor mit so 1,8. Kann man machen, geht besser, geht aber auch viel schlechter. Ich finde das einfach so irre, so. Ich habe jetzt einfach mein Studium beendet. So 3 Jahre, einfach jetzt vorbei. Was ich halt nur so ein bisschen komisch fand, war so die Begründung, warum die Bachelorarbeit, ich sag mal, nur eine 2,3 war, weil einfach, hey Luca, du hast nicht so viele Buchquellen. Ey, das ist fucking Influencer-Marketing auf YouTube, das gibt's seit ein paar Jahren. Despacito, ich habe meinen Bachelor und bin jetzt finito. Das ist halt echt vorbei. Da ich heute tatsächlich noch gar nichts gegessen habe, mache ich mir jetzt erstmal Eiweißbrot, Smoothie, Putenbrust und Eier. Typisches Luca-Frühstück. Ich zeige euch jetzt mal, was ich mit den Eiern von Hatern mache. Da sind die Eier von Hater und ich mache. Was bin ich für ein Mensch, Alter? Das Essen geht tatsächlich klar. Obwohl man natürlich auch sagen muss, bei Rührei und ein bisschen Chicken hier drauf, das auf einem Eiweißbrot, da kann man jetzt natürlich auch nicht so viel falsch machen, dass das jetzt. Mir ist schlecht. Ich packe gerade meine Sachen hier, weil ich jetzt für 6 Tage nach Hause, nach Bielefeld zu meiner Familie fahre. Ich würde sagen, wir fragen erstmal Fluffy, was er von meiner Bachelorarbeit hält. Was? Wie, du hättest besser gemacht? Hä? Warum bist du denn sauer? Was? Hast du Schluck auf? Du sparst, Alter. Ich packe jetzt auf jeden Fall erstmal noch weiter meine Sachen. Fluffy, an der. Du kannst leider nicht mitkommen. Also ich muss. Ich hab zu Hause wirklich. Also ich. Ja, dann kommst du halt mit. Das kommt kein zweites Mal vor. Tschüss Köln, du wunderschöne Stadt. Es ist unglaublich heiß. Was gibt's da vorne zu meckern auf den billigen Plätzen? Ah, okay. Oh verdammte Scheiße, jetzt 80, Mann. Warum fährst du denn 35 vor mir, Mann? Nach einer wundervollen, entspannten Fahrt bin ich jetzt zu Hause bei meiner Familie angekommen. Eventuell könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich ja von einem Fan eine aufblasbare Pizzaluftmatratze bekommen habe. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus und pumpen die auf. Die Leute, die mir bei Snapchat oder bei Instagram folgen, wissen wahrscheinlich, dass meine Eltern hier in Bielefeld so einen kleinen Pool haben. Deswegen werde ich hier mal die Matratze halt austesten können. Und in Köln geht das halt leider nicht so gut, weil, naja, ich habe keinen Pool. Hello darkness, my old friend. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal danke an Mauts Momente und Lukas Klobrille für diese Luftmatratze. Ich hoffe, ihr habt da keine Scheiße mit angestellt. Das ist ja nur noch krank. Mama, wie funktioniert dieses Ding? Mama, du bist der beste Kameramann. Du füllst nur meine Füße. Ohne Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, so ein Ding auszupusten. Und überleg mal, die ist einfach genauso groß wie ich. Das hier ist jetzt die aufgepumpte Luftmatratze. Und ihr seht schon, Freunde, die ist. Ja, die ist schon relativ groß. Das ist schon nice mit diesem Ding. Also danke auf jeden Fall für diese Luftmatratze. They see me rolling, they hate it.
ist, glaube ich, nicht so klug, dass ich die Kamera wieder so nah am Wasser habe, weil das letzte Mal, naja, ihr wisst, glaube ich, was passiert ist. Meine Haare sind komplett am Arsch, also sorry dafür, aber ich mache mir jetzt, ich gehe gleich mit meinen Eltern was essen und trotzdem mache ich mir jetzt was zu essen, Alter. Was bin ich bitte für ein verfressener Fettsack? Mal schauen, was hier so drin ist. Wir haben, oh, Erdbeeren haben wir, wir haben Melone, wir haben noch Vapiano, wir haben... Wieso ist hier so viel Essen drin? Ich habe mir jetzt das hier gemacht, also so ein bisschen Müsli, Erdbeeren, Weintrauben und ich verstehe nicht, wieso Leute das immer so hinlegen. Also ich habe es jetzt gerade auch gemacht, aber danach macht man doch eh so und isst es dann. Also hä? Du kleiner Bastard. Oh, das war Naturjoghurt. Der schmeckt ja nach nichts. Ich gehe jetzt mit meinen Eltern was essen. Ich bin essen mit meinen Eltern. Hallo, Hundi. Hallo. Nein, hallo, Hundi. Hey, Hund. Hey, Hund. Dann seid ihr auch so dumm. Tschüss, Hund. Ich würde jetzt aber auch schlafen gehen, Freunde. Ich bin wirklich total K.O. von den letzten Tagen. Videodays, Gamescom etc. Also ich würde sagen, wir sehen uns... Es ist früh. Es ist gerade 7.41 Uhr. Ich musste mir so früh den Wecker stellen, weil ich jetzt einen Zahnarzttermin habe. Ich hasse Zahnarzttermine. Übrigens danke, dass der Vlog von vorgestern Platz 7 in den Trends gerade ist. Look true for life. Als ich übrigens gerade nachgeschaut habe in der YouTube-App, wie viel der Platz in den Trends sind, habe ich erstmal gesehen, okay. YouTube hat mal wieder ein neues Design. Danke YouTube, dass ihr uns darüber so viel Bescheid gesagt habt. Auf jeden Fall habe ich heute neben dem Zahnarzttermin noch einen Termin, wo ich mir Einlagen abholen muss und werde mich nachher noch mit einem Freund treffen. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Zahnarzt. Wir fahren jetzt zum Zahnarzt. Wir sind jetzt fertig beim Zahnarzt. Und wahrscheinlich bekomme ich bald alle vier Weisheitszähne entfernt. Also ich habe jetzt keine richtigen Schmerzen oder so, dass die deswegen raus müssen, aber der Arzt meinte halt, dass sie so ein bisschen, also es wäre besser, wenn sie weg sind. Ich bin auf jeden Fall gerade erst so richtig am Frühstücken, weil ich dafür heute Morgen kurz vor 8 noch nicht so wirklich Zeit hatte. Und ich muss noch Einlagen abholen gehen. Diese ganzen Schuhe hier bekommen jetzt Einlagen rein. Das hier sind die Einlagen. Voll nice, die kann man so komplett biegen. Ich bin wieder zu Hause angekommen, Einlagen habe ich jetzt auch bekommen. Das ist einfach so, um das Fußding so ein bisschen zu stärken. Auf jeden Fall, Freunde, wer hätte es gedacht, ich habe Hunger. Ich mache mir was zu essen. Mama, ich mache mir was zu essen, okay? Essen war nice, ich meine, okay, es hat auch meine Mom gekocht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Call. Dieser Konferenzraum ist mit einem PIN geschützt. Die angegebene PIN war leider nicht korrekt. Okay, ciao. Habe ich jetzt zu früh aufgelegt? Die konnten mir gar nicht Tschüss sagen. Das war's mit dem Call, ey. Das war... Ich habe meinen Koffer immer noch nicht ausgepackt. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Hier ist er wieder, meine Damen und Herren. Trommelwirbel ist angesagt. Der beschissenste Vlogger des Jahres ist... Luca! Ich habe einfach nicht gevloggt, als ich mich gerade mit meinem Kumpel getroffen habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich habe überall auf dem T-Shirt nasse Tropfen drauf, weil wir saßen draußen und auf einmal, ja, fing es krass an zu regnen. Irgendwie ist auch gerade hier draußen alles sehr düster geworden. Auf jeden Fall habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, den ich aus der Schulzeit vom Gymnasium noch kannte, weil wir halt überlegt hatten, mal eine App zu gründen, ein Unternehmen aufzubauen, weil wir da schon, als wir wirklich... Bevor ich YouTube gemacht habe, haben wir darüber schon nachgedacht. War auf jeden Fall ganz cool, das Treffen und ihn auch mal wiederzusehen und so. Nur ich hatte halt die Kamera vergessen. Hey guys. Ich stehe gerade auf dem Stepper, der irgendwie seit neuestem in meinem Zimmer steht. Das ist halt auch hardcore, ne? Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause, so nach langer Zeit, nachdem ihr mal so 2 Monate, 3 Monate zu studieren wart und auf einmal steht in eurem Zimmer, bam. So, Fitnessgeräte, weil eure Eltern sagen, hey, wir machen jetzt Sport. Dann geht vielleicht ins Fitnessstudio und stellt die Scheiße nicht einfach in mein Zimmer, hm? Wie wär's damit? Also wie gesagt, ne, der Joghurt hier, der gehört mir, ne? Nicht, dass den einer von euch morgen isst. Nachdem ich mir soeben einen Joghurt für das morgige Frühstück in unserem Familienkühlschrank gesichert habe, darf ich euch jetzt recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode von Luca kommentiert Kommentare. Leute, schaut mal bei meinem Insta vorbei. Heiße dort LaserLuca. Da muss ich sagen, das ist richtig. So heißt jeder in meinen Vlogs, der sein Instagram pushen will. Das ist von mir übrigens nicht böse gemeint, wenn da Zuschauer in meinen Vlogs ihren Instagram-Namen sagen und ich packe da LaserLuca drüber. Also ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur mehr Abos auf Instagram will, aber ich will halt einfach nur mehr Abos auf Instagram. Ich muss Luca anrufen. Klingelt. Ja, Pizza? Ich bin ein Alpaka. Luca hat aufgelegt. Okay. Wer gehört auch zur Lu Crew? Ich.
Schreibt mal in die Kommentare Loot Crew, wenn ihr auch Teil von der Loot Crew seid. Best Gang for Life. Bin ich auch aus einem Ei geschlüpft? Nein, Ukuleli, du bist einfach eine Ukulele. Du bist quasi aus einem Baum geschlüpft. Wenn ich im nächsten Video bin, gebe ich dir 2 Cent. So, Madame, hier ist mein Portemonnaie. Kannst du erstmal schön 2 Cent reinstecken. Bei Minute 8, Doppelpunkt 14 ist eine Bilou-Flasche. Diesen Kommentar habe ich so verdammt häufig unter meinem letzten Vlog gelesen. Jeder hat irgendwie bemerkt, dass ich in meiner Dusche eine Bilou-Flasche rumstehen habe. Aber jeder, der den Instagram-Stream gesehen hat, weiß einfach, dass ich diese Bilou-Flasche von einer Zuschauerin geschenkt bekommen habe. Die habe ich mir mit Sicherheit nicht selbst gekauft. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Bilou jetzt ein paar Mal verwendet in der Dusche. Es ist nice. Also, jeder weiß, dass ich, glaube ich, so ein bisschen was gegen Bibi habe. Also, den Content, den sie hochlädt, damit bin ich jetzt nicht so ganz einverstanden. Die Sachen, wie sie ihre Fans teilweise manipuliert und so weiter und so fort. Aber man muss wirklich sagen, Bilou riecht geil. Das riecht einfach wie ein Lolli. Das riecht einfach geil. Damit würde ich jetzt allerdings auch die heutige Episode von Luca kommentiert Kommentare und außerdem den Vlog auch beenden. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich sehr doll über einen Daumen hoch freuen. Das zeigt mir, dass ihr auf mich hört. Falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal sein solltet, was natürlich sehr beschissen wäre, könnt ihr einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr einfach auf die Glocke klicken. Denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen auf euer Handy, sobald ich einen neuen Vlog hochlade. Und wenn ihr in die nächste Folge Luca kommentiert Kommentare kommen wollt, dann kommentiert irgendwas. Ich würde den Vlog an der Stelle jetzt allerdings auch beenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in 2 Tagen bei einem neuen Vlog wieder. Und tschüss.